Ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Abend. Ich will wieder eine Lehrrede besprechen. Kommt aus der mittleren Sammlung, Nummer 13, und heißt Leidensanhäufung oder Leidensverkettung. Um das richtig einordnen zu können, muss man sich das Folgende zunächst mal klar machen. Alle Religionen oder spirituelle Traditionen haben sehr verschiedliche Dimensionen, sehr unterschiedliche Ebenen, auf denen sie Belehrungen geben und agieren. Und sie reagieren damit auf die unterschiedlichen Lebenssituationen und Lebensbedürfnisse der Menschen und auf die unterschiedlichen Temperamente und Interessen. Und eine dieser Lebenssituationen ist die des sinnlichen Genusses. Also die Lebensdimension, in der wir zu Hause sind, sozusagen der Normalfall der menschlichen Existenz. Und alle Religionsgründer gehen auf diese Ebene und auf die damit zusammenhängenden Fragen ein. Denn sie wollen, dass wir uns in diesem Bereich einfach besser auskennen, dass wir unser Leben besser handeln können, dass wir besser zurechtkommen. In dem ja überschaubaren Bereich, aber auch in Bezug auf das, was nach dem sogenannten Tod kommt. Das ist allen Religionen mehr oder weniger gemeinsam. Und auch die Grundbotschaft, die immer wieder transportiert wird, ist sehr, sehr ähnlich. Denn alle Religionsgründer und großen Lehrer sagen immer, genießen, sinnlich genießen, ja, aber nur in einem bestimmten Rahmen. Sinnlich genießen, ja, aber bitte schön, am besten mit selbstgesetzten Grenzen, also nicht uferlos. Und wie sehen diese Grenzen aus? Es gibt ein paar, die man sich gut merken kann, die man auch in Erinnerung behalten sollte. Einmal, wenn man Sinnesfreuden nachgeht, dann bitte nicht auf Kosten von anderen. Also nicht genießen und andere dabei schädigen, verletzen, ausbeuten, zur Seite drücken. Die nächste Botschaft ist, sinnliches Genießen ja, aber bitte schön nur das, was wir uns auch selbst erarbeitet haben, was uns gehört. Nicht? Fremde Dinge zu genießen ist sozusagen tabu. Das nächste, sinnliches Genießen ja, sich was gönnen, aber auch darauf achten, dass das nicht egozentrisch passiert, sondern dass man den anderen mit einbezieht. Also das, was man hat, teilen. Das nächste, sinnliches Genießen, ja, aber nicht rauschhaft, nicht sozusagen suchtmäßig, nicht in einer Art und Weise, dass man sehr stark abhängig wird. Und das Letzte, das scheint mir das Wichtigste, sinnliches Genießen, ja, aber nie vergessen, dass es eine Möglichkeit jenseits davon gibt. Also eine Form des Lebens und des Erlebens, das von Sinnesfreuden unabhängig ist. Und damit bin ich bei einer zweiten Ebene angelangt, die die allermeisten spirituellen Traditionen auch bedienen. Nämlich, wie ich eben sagte, die Ebene, wo man lebt und erlebt, aber ohne seine Sinnesfreuden zu suchen, sondern sein Glück, seine Zufriedenheit woanders zu suchen. Das sind die sogenannten mystischen Strömungen in den Religionen. Und ich sage gleich dazu, dass das immer nur Minderheiten sind, die sich damit beschäftigen, die das als ihr Ziel im Auge haben. Und nichtsdestotrotz will ich heute mal darüber reden, damit man davon wenigstens mal gehört hat, damit man weiß, unser Leben ist zwar unser Leben, aber es ist nicht die einzige Form und nicht mal die allerbeste. Und ein solches Ziel überhaupt ins Auge zu fassen, also überhaupt mal drüber nachzudenken oder anzugehen, das Ziel, ich will etwas anderes als das, was ich jetzt tagtäglich erlebe, das braucht zwei Voraussetzungen. Einmal, und das wäre der Idealfall, dass man selbst etwas Höheres, Feineres, Tieferes, Befriedigenderes erlebt hat. Denn da weiß man ja, es gibt was Besseres. Oder wenn das noch nicht der Fall ist, dass man wenigstens seine jetzige Lebenssituation so analysiert und versteht, dass man die Mängel und den Haken an dem sieht, was unser Leben im Moment ausmacht.
Und da muss man eins immer wieder betonen, wenn hier gesagt wird, es gibt etwas jenseits der Sinnesfreuden, dann heißt das nicht, dass man jetzt einen bitteren Verzicht sich auferlegen sollte, nach dem Motto, ich würde ja gern, aber ich darf nicht. Die religiösen Führer, Leiter, Lehrer sagen, man soll nicht. Das wäre völlig missverstanden. Sondern man soll etwas Schlechteres gegen etwas Besseres vertauschen. Aber wie gesagt, das wird man nur tun, wenn man weiß, dass das, was ich in der Hand habe, eben nur der Spatz ist, die Taube aber auf dem Dach sitzt. Wenn ich nur auf meinen Spatz gucke und nur überzeugt bin, dass es den Spatz gibt, aber keine Taube, werde ich nie von meinem Spatz loskommen. Und damit sind wir bei dem Inhalt der heutigen Lehrrede, die im Grunde nur eines tut, sie analysiert, betrachtet unsere jetzige hiesige Lebenssituation, sprich die Lebenssituation, die sich bezieht auf die Sinnesfreuden, auf den Austausch mit Welt, auf den Versuch, all das, was schön ist im Leben, von den weltlichen Dingen zu erreichen. Das heißt, eine kritische Analyse dessen, was ist, eine Ist-Bestandsaufnahme. Man kann es auch anders formulieren, als Frage formulieren. Was bringen sinnliche Vergnügungen und wo klemmt's, wo ist der Haken, wo ist der Nachteil? Und damit setzt die Lehrrede ein, von der ich heute einen Teil nur vortragen will. Was ist nun, fragt der Buddha, Labsal des Begehrens? 5 Begehrungen gibt es, und zwar welche 5? Die durch das Gesicht ins Bewusstsein tretenden Formen, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem Begehren entsprechenden, reizenden, die durch das Gehör ins Bewusstsein tretenden Töne, die durch den Geruch ins Bewusstsein tretenden Düfte, die durch den Geschmack ins Bewusstsein tretenden Säfte, die durch das Tasten ins Bewusstsein tretenden Tastempfindungen, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem Begehren entsprechenden, reizenden. Das sind die 5 Begehrungen. Damit haben wir im Grunde schon einen Einstieg in die Grundlage der buddhistischen Psychologie. Ich habe immer mal darüber gesprochen. Und ihr habt gemerkt, dass der Buddha gar nicht von konkreten Gegenständen der Welt ausgeht, an denen man sich erfreuen kann. Also ein schönes Auto, ein gutes Essen, eine nette Frau und einen tollen Film. Habe ich was Falsches gesagt? War die Reihenfolge jetzt nicht in Ordnung? Okay, ich nehme als Steigerung die schöne Frau zum Schluss. Das sind wir uns dann wieder einig. Sondern er fragt gleich, wie kann man diese Vielfaltserscheinung von Welt, von der wir Befriedigung suchen, reduzieren auf das Wesentliche, auf die Kernbestandteile. Er sagte, das Ganze lässt sich reduzieren auf 5 Sinnesstränge, so nennt er das. 5 Stränge heißt, dass es so etwas gibt wie ein Sinnesorgan und ein Objekt, das diesem Sinnesorgan entspricht. Konkret, da ist ein Auge, haben wir gehört, und etwas Sichtbares. Da ist ein Ohr und etwas Hörbares. Da ist eine Nase etwas Riechbares. Da ist eine Zunge etwas Schmeckbares. Da ist der Körper, mit dem wir tasten. Und bei manchen gibt es auch noch den Geist, der denken kann, der sich Vorstellungen machen kann, der sich mit der Welt auseinandersetzt. Jetzt kommt das Aber. Das Aber heißt, wir müssen genau hinschauen. Und das haben wir zwischen den Zeilen genau gehört, dass der Buddha nicht nur davon spricht, dass es diese Sinnesorgane gibt, mit denen wir in Kontakt mit der Welt treten, sondern dass in diesen Sinnesorganen auch Sinnesdränge wohnen. Also wir haben nicht nur das Auge, das sehen kann, sondern wir haben ein Auge, das sehen will. Wir haben ein Ohr, das hören will. Das heißt, wir haben 5 beziehungsweise 6 Sinnesorganen, die die Welt erleben wollen. Sozusagen den Drang haben, sich Welt anzueignen und dadurch Befriedigung zu haben. Und deshalb heißt es, allen diesen Sinnesorganen entsprechen bestimmte verlockende Objekte,
Im Text war gesagt, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem Begehren entsprechenden, reizenden. So, das war der psychologische Teil. Und dann fragt der Buddha gleich am Anfang, was ist denn da bei all dem Labsal? Auf Deutsch, auf neuem Deutsch, was ist denn das Angenehme, was ist denn das Schöne, was ist denn das Befriedigende dabei? Warum macht man das Ganze überhaupt? Er gibt auch gleich die Antwort. Was da durch diese fünf Sinnesstränge an Wohl und Freude aufkommt, das ist das Angenehme beim Sinnlichen. Und diese Aussage unterstützt ja unsere eigene Erfahrung. Denn mit den Sinnesdingen erleben wir oder verbinden wir immer schöne oder oft angenehme, schöne Erlebnisse. Im Kontakt mit der Vielfaltswelt haben wir angenehme Gefühle, die wir gerne haben wollen oder wiederhaben wollen, behalten wollen, finden das befriedigend und stellen sozusagen fest, dass die Welt durchaus ihre angenehmen Seiten hat. Vor allen Dingen sind die Weltdinge dann schön, wenn unsere Wünsche erfüllt werden. Beziehungsweise anders gesagt, unsere Wünsche sind dann schön, wenn sie erfüllt werden. Und ihr merkt, dass der Buddha das gar nicht in Zweifel zieht. Er sagt, nicht alles, was mit Sinnlichkeit zu tun hat, ist schlecht. Das sagt er nicht, sondern sagt, es gibt viel an angenehmem, schönen im Sinneskontakt. Aber der Buddha wäre nicht der Buddha, wenn er eben nur die Schokoladenseite der Wirklichkeit darstellen würde, wenn er nicht die Rückseite auch ausbreiten würde. Und das geschieht nämlich genau jetzt, weil der Buddha immer so etwas will wie eine Gesamtbilanz. Er gibt sich nie zufrieden mit so Detailwahrheiten, so ein bisschen Wahrheit, sondern fragt sich immer, wie sieht denn das Ganze aus? Was kommt denn unterm Strich raus? Und jetzt stellt er eine Reihe von Fragen und gibt sofort die Antworten, die das im Einzelnen erhellen. Eben hat er gefragt, was ist das Angenehme an den Sinnesdingen? Und jetzt fragt er, was ist denn nun das Elend des Begehrens? Da erwirbt sich ein Sohn des Hauses seinen Unterhalt durch ein Amt, sei es als Schreiber oder Rechner oder Verwalter, als Landwirt oder als Kaufmann oder als Herdenzüchter, als Soldat oder Minister des Königs oder durch irgendeinen anderen Dienst. Er ist der Hitze ausgesetzt, der Kälte ausgesetzt, muss Sonne und Wind trotz bieten, sich mit Mücken, Wespen und Kriechtieren herumschlagen, wird von Hunger und Durst aufgerieben. So erstmal das, wie es der Buddha selbst formuliert. Da ist zunächst mal von einem Sohn des Hauses zu reden. Man kann auch sagen, Tochter des Hauses, ist gar kein Unterschied. Und von den beiden wird gesagt, wenn immer ihr was mit Sinnendingen haben wollt, wenn ihr Befriedigung durch die Sinnesdinge haben wollt, müsst ihr eins tun. Ihr müsst arbeiten. Weil die Dinge nicht einfach da sind. Man kann sie sich nicht einfach abgreifen, sondern man muss Mühe aufbringen, man muss sich anstrengen, man muss Energie investieren, um das, was man haben will, auch zu bekommen. Also sinnlicher Genuss hat mindestens diese eine Voraussetzung. Man muss etwas dafür tun. Und dann werden da eine Reihe von konkreten Berufsbildern genannt, die heute vielleicht nicht mehr so wichtig sind. Also Bogenschützen und was haben wir noch? Kaufmann gibt's noch. Oder Soldat des Königs gibt's heute nicht mehr. Aber was bleibt, ist immer noch die gesellschaftliche Grundstruktur, die dahinter steht. Denn nach wie vor müssen die Dinge produziert werden. Sie müssen verteilt werden, sprich Handel. Und es muss eine entsprechende Infrastruktur da sein, sprich Verwaltung, staatliche Institutionen und so weiter und so fort. Das heißt, heute haben wir nur andere Namen für im Grunde dieselben Tätigkeiten. Also, wer was erleben will, muss was investieren. Dann wird gesagt, dass bei dieser Arbeit auch körperliche Belastung entsteht. Also wer das mal macht, und die meisten Leute sind ja berufstätig, die wissen, dass das nicht alles so flott geht.
Und zwar haben wir heute nicht mehr die Situation, dass man von Mücken und Wespen und Kriechtieren unbedingt geplagt wird. Das mag in der Landwirtschaft des alten Indien gewesen sein. Aber es bleibt die Tatsache, dass Arbeitsplätze heute häufig mit ganz schlechten Bedingungen zusammenhängen. Also sozusagen gefährliche Arbeitsbedingungen, nicht gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen sind nach wie vor da. Und die Belastungen, die damit verbunden sind, ja, die nennen wir heute Stress, Überforderung, zunehmender Anspruch, der auf die Arbeitnehmer zukommt und ihnen das Leben nicht ganz angenehm macht. Und so kommt der Buddha zu einer allerersten Zwischenbilanz, wenn er sagt, das aber ist Elend des Begehrens, ist die offen sichtbare Leidensanhäufung, durch Begehren entstanden, durch Begehren gefügt, durch Begehren erhalten, durch Begehren schlechthin bedingt. Er sagt, bitte, das ist eine sichtbare Leidensanhäufung, soll bedeuten, diese Nachteile, die behaupte ich nicht nur einfach, sondern wenn ihr in eurem eigenen Leben nachguckt, werdet ihr das sehen. Das ist gar nichts Geheimnisvolles. Wenn man das eigene Leben mal betrachtet und sich links und rechts mal umguckt, wird man genau das sehen. Im Übrigen wissen wir das schon lange und unsere Gesellschaft weiß das schon lange. Denn solange es Menschen gibt, haben sie immer wieder versucht, ihre Arbeit zu rationalisieren. Also sie so zu gestalten, dass mit weniger Aufgaben und weniger Arbeit mehr rauskommt. Mechanisierung, Automatisierung, Digitalisierung, das sind alles nur Versuche, dasselbe zu erreichen, mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel an Output zu erreichen. Wenn diesem Sohn des Hauses, der sich also abmüht, plagt und quält, kein Reichtum erblüht, so wird er bekümmert und schwermütig, klagt, schlägt sich stöhnend die Brust, gerät in Verzweiflung. Vergeblich, ach, ist mein Streben, meine Mühe hat keinen Zweck. Ich habe eben über Arbeit gesprochen und Mühe gesprochen und die nehmen wir ja oft gern in Kauf, wenn der entsprechende Effekt auftritt. Aber dummerweise ist es ja nicht so. Man kann sich ja manchmal auf den Kopf stellen, aber erreicht das, was man erreichen will, eben nicht. Also die Pläne, die man hat, zerschlagen sich. Die Anstrengungen, die man unternimmt, sind umsonst. Nicht? Die Firma geht pleite oder man arbeitet einen ganzen Monat und kann nicht mal sein Leben davon vernünftig fristen. Oder man arbeitet viel, aber kann sich relativ wenig gönnen. Also man tut was, was erfordert ist, aber der Effekt ist nicht der gleiche oder ist nicht der erwünschte. Auf Deutsch, die Sinnesdinge, die man gerne hätte, bekommt man nicht. Nicht? Die Sinnesbefriedigung, die man anstrebt, kriegt man nicht. Und zusätzlich entsteht dann noch Frust und Ärger und Depression, weil man sieht, dass man sich vielleicht ein Leben lang angestrengt hat und wenn man plötzlich in Rente geht, merkt man, davon kann ich überhaupt nicht existieren. Das aber, zweite Bilanz, ist Elend des Begehrens, ist die offensichtbare Leidensanhäufung, durch Begehren gefügt, durch Begehren erhalten, durch Begehren schlechthin bedingt. Also ihr merkt, der Refrain, der kommt immer wieder, um den Fokus auf die Erkenntnis zu lenken, die man aus dieser Betrachtung haben kann. Das sind die Begehrungen, das sind die Wünsche und das sind die negativen Seiten, die damit verbunden sind. Weiter im Text. Wenn diesem Sohn des Hauses, der sich also abmüht, plagt und quält, Reichtum erblüht, so nagt ihn sorgende Pein um die Erhaltung des Reichtums. Dass mir die Güter nur nicht von Königen eingezogen oder von Räubern geplündert oder vom Feuer verzehrt oder vom Wasser weggespült oder von feindlichen Verwandten entrissen werden. Und indem er seine Güter wahrt und schützt, werden sie ihm von Königen eingezogen oder von Räubern geplündert oder vom Feuer verzehrt oder vom Wasser weggespült oder von feindlichen Verwandten entrissen. Da wird er bekümmert und schwermütig, klagt, schlägt sich stöhnend die Brust,
gerät in Verzweiflung: Meinen Besitz, den haben wir nicht mehr. Was ist die nächste Variante, die der Buddha hier aufzeigt? Dass sich jemand bemüht und Erfolg hat. Und da würde jeder sagen, ja wunderbar, endlich ist es soweit. Ich will was, tu was dafür und da krieg ich's. Aber wir sehen gleich, dass damit auch keine uneingeschränkte Freude entsteht, weil sofort zwei Dinge im Raum stehen. Einmal ist die Unsicherheit, was wird damit? Und zweitens, was man nicht vermeiden kann, dass der Verlust dessen eintritt, was man sich erworben hat. Nicht? Also es ist nämlich unmöglich, die Dinge, die man hat, auf Dauer zu halten. Sie setzen Rost an im übertragenen und wörtlichen Sinn. Da nennt ja der Buddha ein paar Beispiele. Nun, wenn Dinge materieller Art sind, wenn wir sie aus der materiellen Welt schöpfen, dann können wir ganz sicher sein, dass sie irgendwann mal wieder in diese materielle Natur zurückkehren. Sie werden sozusagen verschrottet. Ja? Und als Beispiel wird genannt Feuer. Das ist eine ziemlich drastische Art und Weise, wie sich die Dinge in nichts auflösen. Heute hatte ich meine Hausen, morgen bleibt die Asche übrig. Und wir sehen auch immer wieder, dass Überschwemmungen oder Flutkatastrophen sicheren Besitz einfach so wegspülen. Und das steht ja für nichts anderes als für die generelle Vergänglichkeit aller materiellen Dinge. Egal, was wir uns aneignen, wir können ganz sicher sein, es wird uns nicht auf Dauer bleiben. Kommt dazu, dass auch die lieben Mitmenschen nicht immer gerade freundlich zu uns sind, sondern auch oft das gern hätten, was wir gern haben. Manchmal kommen wir nach Hause und die Wohnungstür steht auf und das Portemonnaie ist weg oder was auch immer geklaut ist. Und manchmal sind es die lieben Verwandten, die uns näher rücken, nicht? Also wenn es um die Erbschaft der Oma geht, dann weiß man, was so Verwandtschaft wert ist. Nicht? Da ist Hauen und Stechen um das, was man besitzt oder was die Oma hinterlassen hat. Und da passieren zwei Dinge im Grunde. Einmal weiß unser Geist, dass das alles passieren kann. Und dann entstehen Sorgen. Ach, was wird aus meinem Geld? Hoffentlich nimmt die Inflation nicht zu. Dann liest man die Nachrichten, was mit VW los ist. Oh weh, meine VW-Aktien, jetzt sind sie wieder weniger wert. Was auch immer. Es zeigt, egal welches Beispiel, dass die Dinge uns nicht bleiben. Und der Geist auch weiß, dass sie nicht bleiben und deshalb einfach Sorge um die Zukunft entsteht. Zukunftsangst. Und wenn es dann tatsächlich eintritt, was auch immer mal in irgendeiner Form passiert, dann haben wir das konkrete Problem von Verlust und damit Trauer und Depression, dass uns das unter den Händen davon geglitten ist, was uns die ganze Zeit so viel Spaß gemacht hat. Wie das der Buddha beurteilt, habt ihr jetzt schon zweimal gehört, ich werde es ein drittes Mal vorlesen. Das aber ist Elend des Begehrens, ist die offen sichtbare Leidensanhäufung, durch Begehren entstanden, durch Begehren gefügt, durch Begehren erhalten, durch Begehren schlechthin bedingt. Nochmal, dieser Refrain fasst immer wieder die Erkenntnis zusammen und prägt sie nochmal ein Stück tiefer ein. Wir sind immer noch nicht am Ende mit den Haken und den Schwierigkeiten, die mit den Sinnesfreuden verbunden sind. Weiter so dann. Von Begehren getrieben, von Begehren gereizt, von Begehren bewogen, eben nur aus eitel Begehren, streiten Könige mit Königen, Fürsten mit Fürsten, Priester mit Priestern, Bürger mit Bürgern. Streitet die Mutter mit dem Sohn, der Sohn mit der Mutter, der Vater mit dem Sohn, der Sohn mit dem Vater, streitet Bruder mit Bruder, Bruder mit Schwester, Schwester mit Bruder, Freund mit Freund. Also in Zwist, Zank und Streit geraten, gehen sie mit Fäusten aufeinander los, mit Steinen, Stöcken und Schwertern, und so eilen sie dem Tode entgegen oder tödlichem Schmerz. Hier wird nun auf sehr drastische Art und Weise dargestellt, welche ferneren und noch schwerwiegenderen Folgen sinnliches Begehren hat. Und es wird gesagt, dass starkes Verlangen das Verhältnis der Menschen untereinander verändert, und zwar nicht zum Besseren.
sondern das Verhältnis der Menschen untereinander wird eher ruiniert. Der Grund ist relativ einfach und er liegt darin, dass viele Sinnesdinge einfach nicht genug da sind. Die Nachfrage ist oft oder meistens sogar größer als die einzelnen Gegenstände selbst. Und da ist logischerweise vorprogrammiert, dass man sich miteinander streitet, dass es Verteilungskämpfe gibt, das aus den verschiedensten Gründen und auf den verschiedensten Ebenen. Das fängt bei Kindern im Kindergarten an. Wer darf heute mit welchem Spielzeug spielen? Nein, das ist meins. Nein, das ist meins, so ungefähr. Junge Männer streiten sich um die Frauen und Fürsten streiten sich mit Fürsten. Das haben wir heute nicht mehr so viel, aber heute sind es einfach die Regierungen, die sich untereinander streiten. Wer bekommt von dem, was zur Verfügung steht, welchen Anteil? Und wer die politische Situation ein bisschen verfolgt hat, konnte das ja in den letzten Monaten, insbesondere zu Beginn des Jahres, sehr gut verfolgen, wo sich die Europäische Union mit den Griechen, mit der griechischen Regierung monatelang gefetzt hat, wie sozusagen die Verteilung der vorhandenen Ressourcen da sind. Es wird sozusagen die höchste Ebene des Streites, der Auseinandersetzung auf der Ebene der Staaten, aber auch innergesellschaftlich gibt es diese Probleme, im schlimmsten Fall als Bürgerkrieg, aber auch in einem weniger schlimmen Fall in gesitteten Auseinandersetzungen geht es auch darum, wer kriegt was vom Kuchen ab. Ich erinnere mich gut an zwei Beispiele, wo es um die Piloten ging und die Lufthansa. Ja, die haben sich monatelang, jetzt schon wieder, darüber gestritten, wie sieht das mit der Altersversorgung aus, was verdient man und, und. Oder die Bahnmitarbeiter, die haben auch lange Zeit uns gezeigt, dass da ein Problem ist. Also die Formen, wie diese gesellschaftlichen Auseinandersetzungen sind, sind sehr verschieden und tragen sich auf unterschiedlichen Ebenen aus. Auch sozusagen auf der persönlichen Ebene, nicht? Ob es eine Schlägerei beim Oktoberfest gibt oder ob man sich streitet, wo man das nächste Mal in Urlaub hinfährt. Was auch immer, es gibt immer genug Anlass, sich konkret um irgendwelche Sinnesdinge zu kloppen. Bis hin zum atomaren Krieg, wo fast die Hälfte der Erde sozusagen in Mitleidenschaft gezogen ist, wenn das mal wieder so weit kommt. Aber um das noch zu ergänzen, es geht nicht nur darum, materielle Dinge zu verteilen, es geht oft auch um ideelle Teile. Das gehört immer auch dazu. Wie oft gibt es Streiterei und Ärger am Fußballplatz, weil der Schiedsrichter anders pfeift, als man das gerne hätte. Also bis in solche Verästelungen geht das hinein. Warum? Ja, weil sich Menschen um Sinnesdinge streiten, weil sie Begehren haben nach bestimmten Erlebnissen, nach bestimmten Formen der sinnlichen Befriedigung und sie merken, das läuft nicht so glatt und flutscht nicht so, wie ich mir das gerne vorstelle. Weiter so dann, von Begehren getrieben, von Begehren gereizt, eben nur aus eitel Begehren stürzen sie sich Schild und Schwert in den Händen, gegürtet mit Köcher und Bogen von beiden Seiten der Schlachtordnung in den Kampf. Und die Pfeile schwirren und die Schwerter sausen und die Speere blitzen. Und sie durchbohren sich mit Pfeilen, durchbohren sich mit Speeren, spalten sich mit Schwertern die Köpfe. Und so eilen sie dem Tode entgegen oder tödlichem Schmerzen. Hier ist das Ganze nochmal auf einer Eskalationsstufe angelangt, die wir Krieg nennen. Und zwar ist hier ein Angriffskrieg beschrieben. Wenn man das heute liest, wird man fast ein bisschen lächeln, nicht? Da rennen Männer aufeinander zu und schlagen sich mit dem Schwert den Kopf ein. Klingt fast harmlos, gemessen an dem, was wir heute an Vernichtungspotenzial haben und oft auch eingesetzt wird, nicht? Und was aber hier der wichtigste, entscheidende Punkt ist, dass in diesen Auseinandersetzungen um Sinnesdinge man letztendlich das verlieren kann, was einem fast am wichtigsten ist, nämlich das physische Leben, den eigenen Körper, der in diesen Auseinandersetzungen einfach
vernichtet wird. Und dann folgt eine kurze Passage, die ich aber auslasse, wo der Buddha einfach dann nochmal neben dem Angriffskrieg auch den Verteidigungskrieg nennt. Ist jetzt nur eine Variante, aber was macht man denn, wenn man als sogenanntes, ich sage das ein bisschen in Anführungsstrichen, friedliches Volk angegriffen wird, da kann man noch so friedlich sein, und trotzdem ist man in einen Konflikt hineingezogen, schneller, als man das vielleicht glaubt. Weiter so dann. Ihr merkt, es geht immer noch weiter. Weiter so dann. Von Begehren getrieben, von Begehren gereizt, von Begehren bewogen, eben nur aus eitel Begehren, brechen sie Verträge, rauben fremdes Gut, stehlen, betrügen, verführen Ehefrauen. Da lassen die Könige einen solchen ergreifen und verhängen mancherlei Strafen. Was ist hier angesprochen? Nun, ganz einfach, wo sinnliches Verlangen, wo Begehren ist, kommt es immer wieder zu Grenzüberschreitungen. Und Grenzüberschreitungen, wie hier geschildert, im Sinne, dass man moralische Tabus bricht. Dass man das, was zwischen Menschen üblich und heilsam ist, einfach verletzt, weil man sein Verlangen befriedigen will. Oben haben wir den gravierendsten Fall schon gehört, dass es bis zu Tötungsdelikten kommt. Also zur Verletzung des ersten Sila, des wichtigsten Sila, nicht zu töten. Und hier wird von der Verletzung des zweiten und dritten Sila gesprochen. Nämlich, dass man auf einmal anfängt, sich Dinge anzueignen, die einem gar nicht gehören. Dass man stiehlt, dass man betrügt, dass man unterschlägt. Das heißt, dass man sozusagen gewaltsam in die Interessensphäre des anderen einbricht, nur um den eigenen Bedarf zu decken. Und das dritte Sila meint sexuelle Begehrlichkeit, die dazu führt, dass es immer wieder zu sexuellen Übergriffen kommt, zu Vergewaltigungen, zu Missbrauch kommt. Und einschließlich des Vertrauens, das die Menschen zueinander haben. Nicht? Wo starkes Begehren ist, kommt es zu den Dingen, dass auch zwischen den Menschen Vertrauensverlust eintritt. Man kann nicht mehr sicher sein, wie steht der andere zu mir, kann ich dem so ohne weiteres vertrauen. Und ein Aspekt ist im letzten Satz der vorgelesenen Passage auch noch genannt. Da heißt es, dass die Könige Strafen erlassen. Soll heißen, dass es nicht alles an ja, Erlebensformen, an sinnlichen Genüssen gibt, was gleichzeitig auch erlaubt ist. Es gibt ja eine ganze Menge, was entweder gesetzlich oder gesellschaftlich irgendwie sanktioniert ist. Also ich kann mich nicht bei schönem Wetter hier auf die Leipziger setzen und mein Opiumpfeifchen rauchen. Das geht eine Weile gut, aber nicht. Wird nicht lange dauern. Und da kann ich nicht sagen, ich will doch nur einen schönen Nachmittag. Nein, da wird unser Gesetzgeber sagen, diese Art von schönen Nachmittag ist bei uns nicht erlaubt. Und ein anderes Vergnügen habe ich jetzt freiwillig auch mit zwei Knöllchen bezahlt. Nicht? Also man kann auch nicht auf der Autobahn oder irgendwann einfach nur so schnell fahren, wie man will. Ja? Ist so ein schönes Vergnügen, wenn man mit 200 Mal über die Autobahn rast. Aber wenn da nur 80 erlaubt ist, kostet das. Also ich bin nicht mit 200 über die Autobahn gefahren, sondern mit, glaube 35 in einer 30er-Zone. Also so harmlos bin ich. Aber man weiß ja nicht, was alles noch passiert. Ich will hier nur ausdrücken, dass es viele Formen des sinnlichen Vergnügens gibt, die aber nicht erlaubt sind. Dafür gibt es Strafe. Die gab es damals im alten Indien schon und ich habe diese Passage ausgelassen. Ihr könnt euch kaum vorstellen, wie gruselig und grausam die Strafen damals waren. Weiter so dann, ist aber das letzte weiter so dann. Ja. Weiter so dann, von Begehren getrieben, von Begehren gereizt, von Begehren bewogen, eben nur aus eitel Begehren wandeln sie in Taten den Weg des Unrechts. Wandeln Sie in Worten den Weg des Unrechts, wandeln Sie in Gedanken den Weg des Unrechts. Und in Taten auf dem Wege des Unrechts, in Worten, in Gedanken auf dem Wege des Unrechts, gelangen Sie bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode abwärts, auf schlechte Fährte,
in Verderben und Unheil. Das aber ist Elend des Begehrens, ist die verborgene Leidensanhäufung, durch Begehren entstanden, durch Begehren gefügt, durch Begehren erhalten, durch Begehren schlechthin bedingt. Also hier haben wir sowas wie eine Zusammenfassung erstmal, wo der Buddha eine enge Verbindung sieht zwischen Karma, das ist der ganze Komplex des sinnlichen Begehrens, und den Handlungen, die sich daraus ergeben. Er sagt, je stärker diese Abhängigkeit ist, je stärker das Wollen ist, je stärker der Drang nach diesen Erlebnissen ist, umso eher gerät man im Denken, Reden und Handeln in Bereiche, die nicht in Ordnung sind. Also er nennt es unheilsames Handeln. Und ihr habt ihr vielleicht eine Variante gehört oder eine Veränderung im Refrain, wo es nämlich vorher immer hieß, das ist das sichtbare Ergebnis von Karma. Da heißt es hier, das ist das unsichtbare, das verborgene Ergebnis dessen, was ich eben geschildert habe. Vorher hat der Erwachte immer betonen können, ja, guckt hin, dann seht ihr es selbst. Und jetzt fügt er noch einen Aspekt ein, den man eben nicht so leicht nachprüfen kann. Was passiert nämlich nach dem sogenannten Tod? Die allermeisten Menschen denken, nach dem Tod, dann brauche ich keine Knöllchen mehr zahlen. Dann hat sich das erledigt, dann kommt auch keins mehr auf mich zu. Und hier sagt der Buddha aber etwas ganz anderes. Er betont wie so immer, dass der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, zwischen Handeln und Leben, nicht mit dem sogenannten Tod endet, sondern sich nach dem Tod fortsetzt. Das heißt, mit dem Eingehen in den Sarg ist die Problematik des Begehrens oder Nichtbegehrens noch lange nicht erledigt, sondern einfach nur vertagt. Also es ist eine Art Fernwirkung, die wir entweder nicht selbst überblicken oder nicht glauben und wo es ein Stück weit Vertrauen braucht, wenn man das akzeptiert, dass ein Buddha mehr sieht, als der normale Mensch in der Lage ist zu sehen. Und jetzt will ich sozusagen in einem griffigen Satz, den der Erwachte formuliert hat, nochmal eine Gesamtbilanz ziehen. Das wäre der einzige Satz, den man sich von dem heutigen Abend merken sollte. Ja. Alles andere kann man vergessen, aber den einen Satz solltet ihr behalten. Unbefriedigend sind die Begierden, voller Leiden, voller Qualen, das Elend überwiegt. Darauf lege ich Wert. Das Elend überwiegt. Es ist nicht so, dass Sinnesfreuden keine Freude macht. Das haben wir vorhin gehört. Aber unterm Strich ist der Preis, den wir dafür zahlen, zu hoch. Unterm Strich sind mehr Haken und Flecken und Ärgernisse damit verbunden, als man das normalerweise vor Augen hat. Man hat es nicht vor Augen, weil man sich von dem Schönen, von dem Verlockenden blenden lässt. Nicht? Das sind ja alles Versprechungen, die die Dinge machen. Nimm mich und du bist glücklich. Kauf mich und es geht dir gut. Mach mich sozusagen, dann ist alles in Ordnung. Und diese Versprechen bleiben letztendlich immer uneingelöst. Sprich, das Elend oder das Nachteilige überwiegt. Und das will ich in kurzen Stichworten nochmal zusammenfassen. Erster Punkt wäre, dass Wunscherfüllung mit viel Aufwand und Belastung verbunden ist. Das zweite ist, dass Wünsche oft nur eingeschränkt oder überhaupt nicht erfüllt werden. Nichts bleibt eine ungestillte Sehnsucht. Das dritte wäre, dass die Objekte unserer Wunscherfüllung leider nicht dauern. Sie sind vergänglich. Sie schwinden irgendwann wieder weg, seien es Menschen, seien es Situationen oder Gegenstände. Viertens, dass es um die Sinnesdinge immer wieder Streit gibt. Nicht? Das fängt beim Wühltisch im Winterschlussverkauf an und hört bei kriegerischen Auseinandersetzungen auf. Und das letzte, dass bei manchen Sinnesvergnügungen einfach ein Verbotsschild aufgestellt ist. Nicht erwünscht, nicht erlaubt, verboten. Und der allerletzte Punkt, dass das Instrument, das wir immer brauchen, um Sinnesdinge zu genießen, nämlich der eigene Körper, auch nicht immer zur Verfügung steht.
Er ist entweder krank, verletzt, kann nicht zurecht. Oder wenn man ein bisschen fortgeschrittene Jahre zählt, dann wird man auf einen einfach alt und irgendwann ist man tot. Soll heißen, dass auch das Instrument für das Erlangen von sinnlicher Freude nicht immer da ist. Ja, im Gegenteil, oft genug Anlass ist, gerade das Gegenteil zu erleben. Nicht viel Schmerz und Ärger und Aufwand. Jetzt wäre der Buddha nicht ein Buddha, wenn er nicht einen Ausblick geben würde. Nicht? Also das wäre ja alles furchtbar, wenn er nur käme und sagt, Leute, alles schlimm, alles nicht gut, tut mir leid, dass ich es euch sagen muss, ne? Aber verkraftet, seid tapfer oder so. Das wäre für einen Buddha zu wenig, weil der Buddha immer mehres lehrt. Er lehrt nicht nur das Leiden allein, das zu beschreiben, sondern auch den Ausweg. Und das will ich nur noch mal andeuten, damit wir das richtig gewichten auch. Fußnote noch. Das, was ich vorgetragen habe, ist nur ein Teil der Analyse. Nicht? Der Buddha untersucht noch, wie sieht es mit unseren Gefühlen aus? Selbe Ergebnis. Wie sieht es mit den Formen, mit den materiellen Dingen der Welt aus? Selbes Ergebnis. Also es wird immer noch mehr untermauert und mit Einzelheiten gefüttert. Aber er gibt auch viele Belehrungen, wo er nun eine ganz andere Perspektive eröffnet. Und das ist das eigentlich Wichtige. Er sagt nämlich, es gibt Freude abseits von Sinnesvergnügen, abseits von unheilsamen Geisteszuständen, Freude, welche himmlische Glückseligkeit übertrifft. Ja? Das muss man sich tief einprägen. Nicht, dass man heute nach Hause geht und sagt, ach, alles schlimm. Nicht? Der Buddha hat mein Leben zerpflückt. Bevor ich reinkam, habe ich noch Ziele gehabt. Die sind jetzt alle erstmal sozusagen gelöscht, alle getilgt. Was mache ich denn nur? Nochmal, es geht nicht um einen Verzicht von etwas, was wunderbar ist, sondern um das Lassen von etwas, was viele Mängel und Haken hat, um das Eintauschen von etwas, was nichts taugt, für etwas, was eine ganz andere Qualität hat. Und diese Qualität heißt, es gibt Freude abseits von Sinnesvergnügen, abseits von unheilsamen Geisteszuständen, welche himmlische Glückseligkeit übertrifft. Also es geht um ein darüber hinaus, nicht um ein drunterbleiben. An einer anderen Stelle hat er das nochmal formuliert, aus seiner eigenen Biografie heraus. Er sagt nämlich, als ich jung war, noch kein Buddha war, ging es mir genauso. Mein Geist sagte mir, die Sinnesdinge sind es nicht. Aber da ich nichts Besseres hatte, musste ich immer noch um diese Sinnesdinge herumtanzen. Ja? Solange man nichts Besseres hat, ja, bleibt man bei dem. Solange die Taube nicht sichtbar ist oder in Händen ist, hält man eben den Spatz fest. Und seine Formulierung war, um höheren Wohles willen mochte ich Niederes lassen. Also um etwas Besseres zu erreichen, da kann man etwas nicht so Gutes lassen. Und die ganze Lehrdarlegung des Erwachten ist im Grunde nichts anderes als die Analyse unserer Lebenswirklichkeit und die Beschreibung des Weges, wie man das erreichen kann, was hier gerade genannt worden ist. Und warum geht es? Und was ist des Begehrens Überwindung? Was beim Begehren Verneinen des Willensreizes ist, Verleugnung des Willensreizes, das ist des Begehrens Überwindung. Soll heißen, nicht die Dinge an sich sind schön und verlockend und befriedigend, sondern das Verlockende entsteht nur durch die Beziehung, die wir zu etwas haben. Wenn wir uns etwas wünschen, wenn wir etwas gerne haben, dann sind diese Dinge verlockend. Nicht sie selbst sind befriedigend, sondern der Wunsch nach ihnen macht sie ja irgendwie interessant.
Und das ist auch der Ansatzpunkt, wenn man seine Beziehung zu den Sinnesdingen einmal betrachtet, unter diesen Gesichtspunkten betrachtet, die ich heute Abend mal kurz angerissen habe, dann wird sich diese Beziehung nämlich mit der Zeit verändern. Da ist irgendwo dann eine Kerbe drin. Wir können nicht mehr so locker, leicht, fröhlich die Dinge für angenehm und schön halten, wenn wir alle die Nachteile sehen, die damit verbunden sind. Und wenn wir sie sehen, spätestens dann wird unser Geist wach und fragt, ja, wo kann ich denn die Alternative kriegen? Und das mag es für einen Moment sein. Das soll ich dir mitnehmen. Wie ist mein Leben tatsächlich und wo ist die bessere Alternative? Und wie komme ich hin? Und das lehrt der Buddha. Ihr seid dran. Also die Überwindung des Willens und des Wunsches, das ist die höhere Freude. Dadurch kommt sie auf. Oder das ist sozusagen der Weg oder die Möglichkeit, wie man aus der Abhängigkeit rauskommt. Solange ich etwas für mich lebensnotwendig empfinde, für das Ziel aller Ziele, solange ich das glaube, dass etwas mich völlig glücklich macht, was dieser Welt angehört, komme ich nicht frei davon. Wenn ich aber erkenne, dass die Dinge für mich nur verlockend sind, weil ich mir irgendwann eingebildet habe, das ist was Schönes, Tolles, Befriedigendes, dann habe ich auch den Schlüssel, diese dumme, falsche Irrtumsbeziehung aufzuheben. Das heißt, wenn ich den Haken bei einer Sache sehe, merke ich, das taugt ja gar nichts. Also jede Reklame verspricht ja, kauf mich und du bist glücklich. Und wir fallen immer wieder darauf ein. Wir glauben es immer irgendwie wieder. Vielleicht diesmal. Aber wenn man sieht, dass kein Ding der Welt uns letztendlich befriedigen kann, weil all diese Mängel mit verbunden sind, hat man die zwei Alternativen. Entweder man sagt sich, okay, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Das kann man ja machen. Man kann ja sagen, all das, was damit zusammenhängt, das nehme ich auf mich. Nur um die schönen Dinge zu erleben. Oder man sagt, jetzt weiß ich erst, was ich für einen Preis die ganze Zeit bezahlt habe. Das ist mir zu hoch. Ich will etwas, was besser ist und billiger ist. Und dann sagt der Buddha, ich zeig, wie du das erreichst. Das ist die Richtung. Was man eigentlich jetzt bereden müsste oder auch noch bereden könnte, ist, wo sind denn die vielen Alternativen? Wo sind denn die Glücksmöglichkeiten oder die Zugänge zu einem inneren Glück, das uns vom Äußeren abhängig macht, unabhängig macht? Magnus. Also ganz kurz zählt der Buddha das ja auf, sagt ja, ich glaube, 5 Möglichkeiten nennt er erstmal. Also das ist ja einmal Wissenslauterkeit, Tugend, Orientierung, Mitempfinden und Läuterung von Herzenstrübung. Und dann nennt er ja noch als anderes, als 7 wahre Reichtümer. Und hatten wir auch von gesprochen, also die können nicht gestohlen werden oder genommen werden durch Fürsten oder Unliebe erben oder Feuer oder Wasser oder Liebe. Und das ist ja Heilsvertrauen, Tugend, Scham, Scheu, Erfahrung, Loslassen und Weisheit. Und das sind ja so Beispiele, wenn man die besitzt, das hat auch diesen inneren Wert und kann, wie gesagt, nicht genommen werden. Danke, sehr richtig, ja. Also die Grundbotschaft, die alle spirituellen Traditionen verkünden, ist, was ihr da draußen sucht, findet ihr nicht da draußen, sondern in euch selbst. Mit anderen Worten, ja, die Quelle des wahren Glücks ist nie in den Sinnesdingen, sondern in der Qualität eures eigenen Herzens, in der inneren Qualität. Und der Buddha lehrt nichts anderes, doch er lehrt auch anderes. Aber der Schwerpunkt, wie kann man seine eigene innere Qualität so verändern, so erhellen, so edel, so fein machen, dass dadurch ein inneres Wohl entsteht. Und je mehr das entsteht, umso blasser wird das, was da an äußeren Verlockungen da ist. Und der Einstieg, du hast ja ein paar Beispiele genannt, nicht? Der Einstieg ist immer wieder die Einhaltung der Silas.
Weil es geht nicht nur darum, dass man nun das tolle innere Glück erzeugt, sondern es geht erstmal darum, dass man diese Dunkelheiten in uns, dieses Öde in uns, dieses Leere in uns, dass man das erstmal beiseite tut. Ja? Also ein schlechtes Gewissen, wer ein schlechtes Gewissen hat, kann nie innere Freude haben. Und er wird sozusagen benagt von seinem besseren Wissen. Und wann hat man ein schlechtes Gewissen? Ja, wenn man sich im Umgang mit anderen Menschen nicht richtig verhält. Wenn man also die Silas übertritt. Und wo fällt das weg? Ja, wenn man die Silas einhält, wenn man sich selbst sagen kann, ich habe mit den Menschen um mich herum keine Probleme, keinen Konflikt, ich muss mir nichts vorwerfen. Das ist sozusagen der Einstieg. Zweites Stichwort, ich springe nur ein bisschen, um die verschiedenen Dinge mal anzudeuten, ist ja Meditation. Meditation ist ja eine Form, die Achtsamkeit von der Welt da draußen abzuziehen und zu sich selbst oder in sich selbst zu bringen, um letztlich den eigenen Geist, das eigene Herz rein und still und klar zu machen. Und da heißt es immer wieder, wem das gelingt, zur Stille zu kommen, zum Frieden zu kommen, der wird eine ganz andere Art von Glück erfahren, als das, was man von den besten Sinnesdingen dieser Welt haben kann. Also um das in zwei Begriffe mal zu bringen, ist ein Unterschied, ob man aus einem tiefen, lang anhaltenden inneren Frieden lebt oder ob man von den kleinen Portionen der äußeren Befriedigung lebt. Und wir leben von der Befriedigung, wie so ein Schmetterling da mal hinhüpft und dort mal hinhüpft und überall ein bisschen sozusagen Nektar saugt und finden das toll. Aber würde der Schmetterling mal zur Meditation kommen, würde sagen, was will ich bei den Blüten, ich habe alles. Ja. Und da wir sehr außenorientiert und nach außen gezogen sind quasi, wir sind ja angezogen von dem Angebot der Vielfaltwelt, deshalb kommen wir gar nicht auf die Idee, in uns hineinzugucken und kommen gar nicht auf die Idee, uns so zu trainieren, dass wir innen das finden, was wir außen suchen. In der Regel ist es ja so, dass die ganzen negativen Gefühle mich zu negativen Gedanken hervorrufen werden, die gar nicht, in der Regel gar nicht real sind, sondern irgendwas, was sich irgendwie in der Zukunft abspielen könnte. Wie kann man das, auch wenn einem das bewusst ist, irgendwie dennoch handeln, kontrollieren, dass es nicht so eine Überhand gewinnt? Du meinst diese Gedankenspiralen? Genau, also vor etwas, das passieren könnte, dass man im Prinzip eigentlich nicht in der Lage ist, das hier und jetzt das Glück zu genießen, sondern sich einfach alles mit negativen Gedanken, etwas, das passieren könnte, oder was der Kopf sagt, passiert ist, kaputt macht. Also wie kann man das irgendwie, auch wenn es einem bewusst ist, ich weiß, es ist ja schon mal ein guter Schritt, dass es einem bewusst ist, aber wie kann man das irgendwie kontrollieren? Ja, das Bewusstwerden und das Kontrollieren hängen ja ganz eng miteinander zusammen. Und vieles, was in unserem Geist passiert, rollt ja ab. Und meistens merken wir gar nicht, in welchen Gedankenspiralen wir uns bewegen. Und der Königsweg ist natürlich festzustellen, ah, jetzt kommt diese Gedanken wieder, jetzt kommt der Film wieder. Ja? Dieser Fortsetzungsroman wird jetzt wieder gelesen. In dem Moment, wo man das merkt, da hat man ja schon die Schnittmöglichkeit, zu sagen, Schluss damit. Nicht? Also dieses Beobachten der inneren Vorgänge hat ja zur Folge, dass diese inneren Vorgänge nicht unkontrolliert weiterlaufen können. Nicht? Also Rumpelstilzchen war ja nur Rumpelstilzchen, solange man den Namen nicht kannte. Ne? Und erst als jemand gesagt, du bist ja Rumpelstilzchen, da war das Kerlchen machtlos. Und so ist das mit unseren Gedanken. Die treiben ihr Spiel, weil sie nicht richtig bemerkt werden, sondern sie machen ihr Ding aus der Gewöhnung heraus. Es ist aber das Dumme, dass Gewöhnungen so eine eigene Kraft entwickeln. Man kann nicht sagen, ich habe mir das in den letzten 20 Jahren angewöhnt, ab morgen höre ich auf. Das wäre schön. Nicht, Gewohnheiten sind Energiemuster, die aufgebaut worden sind. Und diese Energiemuster, diese Felder, diese Dynamik muss wieder reduziert werden. Der Königsweg ist, indem man sie anschaut.
Aber wie gesagt, das ist der Königsweg. Man kommt eben nicht dazu, die Achtsamkeit in dem Moment zu entwickeln, wo man sie bräuchte. Und deshalb verweise ich immer wieder darauf, dass die buddhistische Praxis die achtfache Praxis ist. Nicht? Der edle achtfache Pfad ist das, was das gesamte Training ausmacht. Und da genügt es eben nicht nur zu sagen, ja, Achtsamkeit ist Achtsamkeit und dann ist alles gut. Sondern um tiefe Achtsamkeit entwickeln zu können, müssen eine ganze Menge von vorangehenden Schritten schon gegangen sein. Und da sind wir wieder da, wo wir immer wieder landen. Die Einhaltung der Regeln, die Einhaltung der Silas ist die Basis, auch um den eigenen Geist zur Ruhe zu bringen. Weil das sozusagen von dieser Veränderungsprozess von außen nach innen geht. Ich muss zunächst einmal versuchen, Harmonie in mein äußeres Leben zu bringen. Also keinen Streit mit anderen, keine Auseinandersetzungen, keine Gerichtsverfahren, kein sozusagen Ärger mit den anderen. Wenn das möglich ist, oder graduell möglich ist, erst dann rückt sozusagen die Möglichkeit an mich heran, auch jetzt mit dem Inneren zu arbeiten. Wenn ich draußen nur Krach habe, nicht erst mit dem Chef, zweitens mit der Frau, drittens mit dem Hund und den Kindern, wie soll da Frieden in einem selbst entstehen? Und wieso soll dann der Geist zur Ruhe kommen? Das geht nicht. Also äußere Harmonisierung, und das bedeutet immer zuerst Einhaltung der fünf Sila. So, und dann Schritt für Schritt, bis man zu dem Punkt kommt, wo die Achtsamkeit so stark ist, wo man geradezu jeden Gedanken, der auftaucht und der einem nicht passt, abschneidet. Achtfache Weg ist der Praxisweg. Bei der Diskussion sollte man aber auch nicht vergessen, dass man den inneren Frieden finden kann, aber dass man ein physisches Wesen ist und dadurch natürlich auch abhängig ist von der äußeren Welt. Das heißt, Hunger, Dach über dem Kopf und so weiter auch bestimmte Voraussetzungen sind, dass ich mich überhaupt mit denen wenden kann. Ja? Also jemand, der krank ist vor Hunger, wird sich natürlich nicht sehr schwierig dem inneren Frieden hingeben können. Das heißt, gewisse Grundbedürfnisse muss ich dennoch pflegen, auch wenn ich mich nach innen richte, um festzustellen, dass ich eigentlich das in mir habe, was ich brauche, um Glück zu empfinden. Ja? Das ist definitiv richtig. Ich meine, der Buddha hat gegessen, er hat geschlafen, er hat Arznei gebraucht, wenn er krank war, und hat was anbezogen. Absolut. Ja, definitiv. Und hat nicht gesagt, das lassen wir mal sein. Sondern im Gegenteil, gesagt, bringt das in Ordnung. Dann sind die Voraussetzungen gegeben, dass man innerlich arbeiten kann. Aber nur um das an einem Beispiel deutlich zu machen, das ist auch ein Unterschied, ob ich esse, um diesen Körper zu ernähren, oder ob ich esse, weil es so gut schmeckt. Fangen wir uns an diesem Punkt mal ganz konkret, was essen wir wie? Ich behaupte einfach mal so in die Runde hinein, meistens weil es uns schmeckt. Und die Erhaltung des Körpers ist ein Nebeneffekt, den wir gerne hinnehmen. Aber geistig sind wir doch sehr fixiert und orientiert auf Geschmack. Nicht? Oder Kleidung. Was hat denn ein Buddha an? Alle Mönche der damaligen Zeit haben ein Gewand, sozusagen alles dieselbe Farbe, alles dasselbe Muster. Jetzt gehen wir mal gedanklich nach Hause in unser Schlafzimmer oder wo immer der Schrank steht, machen den mal im Geiste auf. Ja, ich habe ja nichts anzuziehen. Ich will heute Abend ins Tibethaus und habe nichts anzuziehen. So geht's uns heute öfter, ja? Oder Frisuren. Ich meine, bei den Mönchen und Nonnen, zack, weg damit. Was machen wir denn nur mit dem, was da aus dem Kopf wächst? Ja, wie oft wird das waschen und pflegen und föhnen, kann ich so weggehen und ach nee, die Locke und so. Das zeigt doch den Unterschied, ob wir mit den Grundbedürfnissen vernünftig umgehen oder ob wir da einen Kult machen. Ja, einen richtigen Kult, nicht nur Sinnesbefriedigung, sondern einen Kult um Dinge, die uns einfach nur binden. So, ich muss der Reihenfolge nachgehen. Herr Konrad ist dran. Karin, dann. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist so zum Beispiel das Begehren nach Freundschaft? Das ist ja nun kein materielles Begehren, sondern vielleicht kann man sagen, immaterielles Begehren. Solche ähnlichen Begehren gibt es ja sonst auch noch. Wie kriegt man damit um? Ja, ich habe ja von sinnlichem Begehren gesprochen.
Du hast insofern recht, dass es eine Menge von anderen Anliegen auch noch gibt. Es gibt ja auch das Anliegen, anderen Menschen zu helfen, ihnen zu unterstützen, etwas Gutes zu tun. Das ist ja auch ein Anliegen. Und der Buddha sagt ja nicht alle Anliegen weg damit. Es gibt sogar ein Begehren, das sehr heilsam ist. Das nennt der Buddha Dhammaraga. Das Begehren von der Wahrheit was zu hören, nicht? Das Begehren von den Lehren etwas mitzukriegen, was zu lernen. Das ist auch eine Form von Verlangen, aber kein sinnliches, sondern eines, das sozusagen geistig ist. Und du hast etwas genannt, Freundschaft, zwischenmenschliche Beziehungen, die sogar im Spirituellen von großer Bedeutung sind. Es gibt ein ganz berühmtes Gespräch, das der Buddha mit seinem Mönch Ananda geführt hat, der zu ihm sagt, ach, lieber Buddha, ich habe entdeckt, dass Freundschaft die Hälfte des spirituellen Lebens ist. Und sagt der Buddha, nee, das Ganze. Ja? Damit ist ausgedrückt, dass wir uns jetzt nicht irgendwie zurückziehen sollen, jeder in seine Höhle und ja keinen Kontakt, sondern diese Art von Miteinander-Austausch ist ja etwas, was gerade förderlich ist. Da können wir 1000 Beispiele nehmen, aber der Buddha nennt sozusagen einen Maßstab, der immer gilt. Und den könnte man sich vielleicht einprägen. Er sagt nämlich, wenn du etwas tust, machst, denkst, redest, und du merkst dabei, dass die heilsamen Dinge abnehmen, dann lass es. Und wenn du etwas denkst, tust, redest und merkst dabei, dass die heilsamen Dinge zunehmen, dann mach's. Und das ist eine allgemeine Formel, die für jeden gilt, aber inhaltlich unterschiedlich gefüllt sein kann. Für jemanden, der ein Einzelgänger ist und sich nicht traut, mit Menschen zusammen zu sein, für den wäre es geradezu heilsam, in eine gute Freundschaft hineinzukommen. Aber für jemanden, der innerlich schon autark ist, der schon gewachsen ist, der schon relativ frei ist, für den ist Gesellschaft vielleicht schon ein Hindernis. Deshalb kann man nicht sagen, such dir einen Freund oder geh allein deinen Weg, sondern es hängt immer davon ab, wo bin ich gerade und wo ist mein Defizit und wo sind die Pfunde, mit denen ich wuchern kann. Also wenn ich merke, es wird besser, wenn ich etwas verfolge, okay. Und wenn ich merke, es geht abwärts mit mir ins Unheilsame hinein, dann Schluss. Kari. Wir hatten ja darüber schon gesprochen, dass die Wünsche, die wir müssen, also die Sachen in Bewegung setzen, das Leiden und das Unheilbringen. Das ist eigentlich das Gleiche, die Absichtslosigkeit, nicht erwarten, dass man mit Dingen umgeht, dass man Dinge tut und auch immer weiter tut, aber dass man nicht erwartet, dass irgendetwas zurückkommt, dass irgendetwas passiert, eine Absicht verfolgt. Ja. Sondern einfach die Dinge zu tun. Und vielleicht auch so ein Stück mehr Verständnis und Liebe auch für den anderen, auch wenn er ganz auf der anderen Seite liegt. Und man ihn nicht so gut verstehen kann, aber dass man diesen Abstand wegnimmt. Ja. Der sonst eigentlich im Grunde genommen wirksam ist, wenn man ihn in sich hat. Er ist ja nicht da. Wenn man ihn in sich hat, ist er schon wirksam. Und bringt eine Beziehung in eine bestimmte Richtung, die man abstellen kann, wenn man sich die Dinge überlegt und auf der anderen Seite mal hinguckt, was bei dem anderen los ist. Ich will einen Aspekt aufgreifen, den du erwähnt hast. Es ist ein großer Unterschied, ob ich etwas aus einem inneren Drang heraus tue oder ob ich etwas aus Einsicht tue. Wo immer Drang ist, Trieb, Neigung ist immer Abhängigkeit. Und wo Abhängigkeit ist, besteht mein Glück darin, dass diese Dränge und Wünsche erfüllt werden. Werden sie nicht erfüllt, tut's weh. Und was ganz anderes ist, jetzt komme ich auf das Essen und sozusagen die Grundbedürfnisse zurück. Ich kann doch essen, aber es ist ein Unterschied, ob ich aus dem inneren Drang nach Lust esse oder aus Einsicht, dieser Körper braucht doch was. Ich habe vorhin gesagt, das Leben in und mit Sinnlichkeit ist für die meisten Menschen der Normalfall.
Und die allermeisten Hinweise, die der Buddha gibt, beziehen sich darauf, wie man sinnlich genießen kann, aber richtig. Ja, dass wir uns bitte sozusagen die Gewichtung des Themas vor Augen führen. Was ich heute versuche, ist nur erstmal hinzuweisen, dass es eine Dimension von Erleben gibt, die jenseits der Sinnesbefriedigung liegt. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt morgen schon so weit wären. Nicht, dass wir sagen, okay, ab morgen wird mein Leben ein ganz anderes sein. Ich habe eine Reihe von Kriterien auch genannt, wo der Erwachte sagt, ihr könnt sinnlich genießen. Und ich sage euch sogar, wie es geht, damit das gut funktioniert. Ja? Also, nicht rauschhaft, das Genießen, was man selbst erarbeitet hat, mit anderen teilen und wissen, dass es diese andere Dimension gibt. Es ist unsere Aufgabe, sich auf dieser Ebene erstmal zu bewähren, aber gleichzeitig auch zu wissen, es gibt eine Perspektive, die jenseits davon ist. Und wie weit wir in der Lage sind und wann wir in der Lage sind, ja, diesen Bereich für uns irgendwie zugänglich zu machen, ist eine ganz andere Sache und ist auch für jeden individuell ganz verschieden. Dass wir uns das verdeutlichen. Hier ist nun keine Aufforderung ausgesprochen, werdet ab morgen alle Asketen. Sondern hier ist nur die Aufgabe gestellt, guckt hin, was es mit den Dingen, mit den Sinnesdingen wirklich auf sich hat. Guckt nur hin, untersucht das, betrachtet das und dann zieht eure Schlüsse. Wenn ihr zu dem Ergebnis kommt, alles halb so schlimm, okay. Wenn ihr zu dem Ergebnis kommt, vielleicht gibt's ja doch was Besseres, auch okay, noch besser. Manuela. Um mit einer anderen Welt von Denken und Fühlen überhaupt in Kontakt kommen zu können, denke ich, muss man schon was tun. Und man braucht Freiräume und Zeit, um sich in die andere Richtung hinzuwenden. Und dafür kann man zum Beispiel versuchen, sein Leben ein bisschen zu vereinfachen, weil die vielen Begehrlichkeiten, die man hat, erschöpfen auch zunehmend. Denn je mehr man hat, desto mehr muss man dafür sorgen, dass man es behält und es am Laufen ist. Und wenn man ein bisschen weniger hat, hat man einfach auch Zeit übrig, die man nutzen kann, um in eine andere Richtung zu schauen und auch zu erfahren, dass es was anderes gibt, was einen auch erfüllt. Aber ich denke, es ist auch wichtig, Schritte zu gehen, um dem Raum zu geben und Möglichkeiten zu eröffnen, das andere zu erfahren und da auch ein bisschen Disziplin zu üben. Weil eine Erkenntnis, die hat man in einem Moment, aber die ist auch wieder schnell weg. Und das andere erfordert auch Arbeit, wie Sport, wie Klavierspielen. Und das ist doch immer in allem auch mit drin, was ich vom Buddha höre. Also es ist ein Stück Arbeit, aber es lohnt sich dann auch dafür, das zu tun. Wenn wir nochmal zurückkommen auf unseren Text, nicht? Der war ja x-mal wiederholt. Und das ist der sichtbare Knackpunkt an den Sinnesdingen. Und das ist der sichtbare Knackpunkt an den Sinnesdingen. Und da ist der Haken beim Ganzen. Und da klemmt's beim Ganzen. Das ist ja immer wieder wiederholt worden. Warum? Ja, eben was Manuela sagt. Nicht, dass man jetzt sagt, ach, jetzt habe ich das verstanden, jetzt weiß ich das, alles okay, bitte das Nächste. Sondern diese Einsichten, wenn man sie denn mal hat, immer wiederholen. Sozusagen immer wieder sich das vor Augen führen, wie die Qualität, die wahre Qualität der Dinge ist. Weil wir uns umgekehrt ja auch immer die Schokoladenseiten vor Augen geführt haben. Immer wieder in unserem Gedanken überlegt haben, ja, das wäre schön, wenn ich das hätte, auch das wäre toll, und wann kriege ich das endlich, und wie teuer sind das, und wo gibt's denn das? Ja? Also die Auseinandersetzung, die wir mit diesen Dingen führen, ist keine einmalige, sondern das ist ein langwieriger Umerziehungsprozess. Was Manuela zu Recht einfordert, ist, dass man gar nicht jetzt die großen Schritte gehen muss. Nicht so alles oder nichts, sondern dass sich die Richtung umkehrt. Und die Richtung, in der wir heute unterwegs sind, ist ja ständig mehr und größer und schneller und vielfältiger und neuer. Ja, es muss ja immer alles Neue sein.
Und der erste Schritt wäre doch schon mal zu sagen, ich bremse das Ganze mal ein bisschen. Also nicht nur jedes Jahr ein neues Handy, sondern nur alle 2 Jahre. Das wäre doch schon mal so eine richtige Revolution. Ja? Also dieses immer am Ball bleiben, was ist denn sozusagen momentan auf dem Markt? Was hat denn der andere, was ich noch nicht habe? Das ist ja gerade der Ausdruck von Wahnsinn. Also simplify your life, das wäre so eine Botschaft, wo man anfangen kann. Weniger ist mehr. Denn der Buddha bezeichnet an anderer Stelle die Sinnesfähigkeiten sozusagen als unsere Mörder auch. Die rauben uns aus, die saugen uns aus. Je mehr man in dieser Sinnenwelt unterwegs ist, umso mehr wird unsere physische und psychische Kraft geradezu aufgesaugt. Nicht? Und je mehr man sich von dieser Welt zurückziehen kann, im selben Grad wächst innere Kraft und wächst auch Unabhängigkeit, wächst Freiheit und wächst auch Zufriedenheit. Nur wir sind so gepolt, dass wir diese Alternative weder kennen, noch die Wege dazu kennen und verstehen, noch die Wege dazu gehen. Magnus und dann. Das ist jetzt eigentlich schon lange her, nochmal zu diesen Gedankenspiralen, zu den Negativen. Das ist ja so ein Phänomen, da geht es ja um Gedanken und Gefühle, das ist ja so eine innere, sehr starke Dynamik. Und ein Phänomen davon ist ja, dass wir uns sehr stark damit identifizieren, also einen sehr, sehr starken Kontakt damit sind und uns da auch sehr betroffen fühlen. Und unsere normale Vorgehensweise ist ja die, dass wir dann versuchen, Ansätze und Theorien zu entwickeln, um mit einem Problem fertig zu werden. Wir befinden uns da mittendrin. Und eine Möglichkeit ist ja, dass man sich da erstmal distanziert. Und zwar in der Form, dass man nicht damit umgeht wie sonst, dass man sich immer tiefer einträgt, sondern dass man diese Dynamik an sich beobachtet und zum Beispiel auch feststellt, dass man das gar nicht anhalten kann, die Gedanken. Also dass da gar nicht dieses Ich ist. Und dass sich das ganz entgegengesetzt der eigenen Wünsche entwickelt auch. Und genau dasselbe letztlich auch mit den Gefühlen passiert. Man kann so eine Distanz entwickeln, je länger das beobachtet wird, umso größer wird diese Distanz. Und dadurch ist es dann so, dass man das Problem so ein bisschen von sich wegrückt und ganz neue Lösungsansätze findet. Also man ist viel weniger betroffen, man ist da viel weniger in der Identifikation einfach drin mit den Gefühlen und mit den Gedanken. Genau in dem Moment, wo einem diese Beobachtung gelingt, viel unbelasteter und viel freier wiederum. Man findet dann, wie gesagt, dann Ansätze, die hätte man vorher überhaupt nicht gefunden. Also dieses reine Beobachten, ohne es zu bewerten und ohne es verhindern zu wollen, schafft halt eine sehr große Distanz und Befreiung. Brauche ich nicht zu kommentieren. Bitte. Woran ich denken musste, bei der Erwähnung von der Harmonisierung der Außenwelt, dass das ganz wichtig ist, dass man die Außenwelt harmonisiert, dass da keine Konflikte, keine schlechten, negativen Eindrücke in einen kommen, dass man dann danach weitergehen kann und kann an den Silas arbeiten, um einen rein klaren, leeren Geist zu bekommen. Da habe ich so dran denken müssen, dass das doch, dass ich mir das ziemlich meiner Erfahrung nach sehr schwierig vorstelle, die Außenwelt zu harmonisieren. Und da musste ich an den Arbeitsmarkt denken, jetzt speziell. Wir sind ja irgendwo alle abhängig, wenn wir nicht gerade glücklicherweise super Erbe irgendwie gekriegt haben oder Lotto gewonnen haben, was auch immer, irgendwo Arbeitsverhältnisse einzugehen, um Lohn zu bekommen. Und in unserer heutigen Zeit ist es ja doch oftmals so, dass diese Verhältnisse nicht sehr korrekt oder fair vonstatten gehen, also diese Angestelltenverhältnisse. Es gibt zu Genüge vertragliche Tricksereien. Man wird versucht, irgendwie entgegen des Arbeitnehmerrechts irgendwie billiger eingekauft zu werden, die Leistung billiger zu bekommen. Oder es gibt ja regelrecht auch Vorgehensweise von Unternehmen, dass man sich Anwälte holt, die sich auskennen, wie man tricksen kann, wie man Arbeitsrecht aushebeln kann und wie man Geld sparen kann am Arbeitnehmer. Und wenn man jetzt in so eine Situation zum Beispiel gerät, da finde ich das jetzt mit der Harmonisierung der Außenwelt sehr schwierig. Es ist nun mal nicht so, dass jetzt Arbeitsplätze so da rumliegen, dass man sagt, das ist
nicht sehr harmonisch hier, dieses Verhältnis. Das gebe ich jetzt auf. Das ist nicht gut für meinen Geist. Ich suche mir ein neues. Also ist man vielleicht im Arbeitsverhältnis drin, wo schmutzige Tricks am Laufen sind. Und man merkt es einem, dass negativ prägt irgendwo geistig, weil man das schlucken muss irgendwo, obwohl es nicht fair ist. Solche Sachen halt einfach. An sowas musste ich denken. Wie kann man, sollte man mit sowas umgehen, wenn man zum Beispiel selbst in so eine Situation reingerät? Also das ist eine ganz wichtige Frage. Da muss ich vielleicht noch mal etwas präzisieren, was ich vorhin gesagt habe, damit es nicht in den falschen Hals kommt. Wir haben ja oft das Anliegen, naja, wenn diese Gesellschaft insgesamt eine bessere wäre, dann ging es jedem Einzelnen auch besser. Es hat ja was an Überzeugungskraft. Also was muss man machen? Man muss eben diese Gesellschaft in Ordnung bringen. Und dann merkt man ja, das kann man ja gar nicht so für sich, Deutschland ist jetzt die Insel der Seligen, sondern muss man auch gucken, dass das sozusagen europäisch genauso ist. Und dann wird man sehen, ja, Europa ist ja auch nicht für sich, sondern ist ja internationale Beziehung durch die Globalisierung. Also kommt man schnell auf die Idee, man muss erstmal die ganze Welt revolutionieren, nicht die ganze Welt schön ausrichten, dann geht es uns allen gut. Bis das geschehen ist, sind wir lang tot. Ja? Und das hat der Buddha auch nie empfohlen, weil es gar nicht funktioniert. Er hat immer empfohlen, den Hebel da anzusetzen, wo man die eigene Verantwortung hat. Wie führe ich mein eigenes Leben so, dass die Silas eingehalten werden? Dass man niemanden betrügt, dass man niemanden übervorteilt, dass man ehrlich ist. Nicht? All diese Dinge, die man da draußen in der Gesellschaft wahrnimmt, das kriegt man so lange nicht weg, als man nicht diesen Weg beschreitet. Ich werde mich künftig, so gut ich kann, nach den Regeln halten. Nicht nach dem Motto, eine Lehre heißt es so, mögen andere dessen das tun, sollen sie. Ich werde das nicht tun. Nicht? Mögen andere lügen, ich werde nicht lügen. Mögen andere töten, ich werde nicht töten. Das ist der Ansatzpunkt. Und der Buddha verspricht etwas sehr Weitreichendes, das daraus hervorgeht, immer unter dem Hinblick darauf, dass die Welt nur eine Spiegelung unserer eigenen Psyche ist. Wenn wir jetzt in einer Welt leben, wo es drunter und drüber geht, ist das ein sicherer Hinweis darauf, dass es entweder in uns jetzt noch drunter und drüber geht oder früher drunter und drüber gegangen ist. Stichwort Karma. Nicht? Da wird gesagt, wir erleben doch nur, was von uns im Denken, Reden und Handeln ausgegangen ist. Die Welt gibt uns jetzt nur zurück, wie wir früher waren oder heute noch sind. Und da ist der Hebel. So gut ich das kann, so heilsam denken und reden, dass daraus auch eine andere Spiegelung entsteht. Das alte Beispiel ist doch, wenn man mit einem schmutzigen Gesicht vorm Spiegel steht und sagt, das ist aber schmutzig, wird keiner den Spiegel polieren, sondern muss das eigene Gesicht sauber machen und dann ist auch das, was im Spiegel zu sehen ist, sauber. Im Bad kann man das schnell nachvollziehen. Bei der Lebenswirklichkeit dessen, was wir Welt nennen, ist das nicht so einsehbar, so direkt, weil es sehr viel vermittelter ist. Aber der Erwachte sagt, genau so ist es. Die Welt ist ein Spiegel. Sie zeigt euch nur euren eigenen Status. Und wenn ihr wollt, dass ein schöneres Bild erscheint, Gesellschaft, Welt, außen, dann fangt nicht da an, den Spiegel zu polieren, sondern poliert da, wo es Sinn macht und wo ihr Verantwortung habt. Beim eigenen Handeln, beim eigenen Denken, beim eigenen Sprechen. Das ist das, was alle Religionen Läuterung nennen, nicht? Die Reinigung des eigenen Herzens von den Trübungen, die wir Gyasen Verblendung nennen. Und das sind wir nicht gewohnt. Wir suchen gerne die Verantwortlichkeit für unser Schicksal da draußen, wissen aber nicht, dass das Schicksal nur uns das zurückschickt, was wir selbst irgendwann mal adressiert und frankiert haben.
Und Herr Wachte sagt, das funktioniert sicher. Nur mit einem Nachteil. Nicht von heute auf morgen. Ja? So. Und da mag es manche Situationen geben, gerade wo es so um Arbeitsplätze geht, wo man sagt, eigentlich müsste ich mich anders verhalten, aber ich kann noch nicht anders. Und das ist unsere Aufgabe, uns die Spielräume zu suchen und zu schaffen und gemäß diesen Spielräumen uns im Sinne des Heilsamen oder des Heilsameren zu verhalten. Das ist ein langer Weg auch, aber einer, der auf einer existenziellen Gesetzmäßigkeit beruht und deshalb auch funktioniert. Mehr kann ich im Moment dazu nicht sagen. Ich glaube, ich kann zu diesem Thema was beitragen. Und zwar, beziehungsweise unsere Mutter war chronisch überfordert mit der Aufgabe arbeiten für zwei Kinder sorgen. Und sie hat darauf reagiert mit Schläge, Umschinden. Und ich habe natürlich darunter gelitten, meine Schwester, und ich bin jetzt auf die Idee gekommen, wenn unsere Mutter gesagt hätte, Mensch, das ist mir alles zu viel, ich habe wirklich Angst, dass ich das nicht schaffe, dass ich ja, für den Haushalt, auch für die Kinder, ich habe Angst, dass mir das alles über den Kopf wächst, weil sie vielleicht auch geweint hätte. Ja. Dann wären wir ihr um den Hals gefallen. Ja. Wir wären gesprungen und hätten die Kohlen geholt und eingekauft und abgewaschen, weil wir hätten unsere Mutter als Mensch plötzlich wahrgenommen und hätten sie da auch lieben können, wenn sie einfach bei sich gewesen wäre und gesagt hätte, ich kann das nicht, das ist mir alles zu viel. Dann hätten wir sie wahrnehmen können, von Mensch zu Mensch. Und ich glaube, so ähnlich könnte es auch in der Arbeitswelt besser funktionieren. Wenn die Menschen wirklich bei sich bleiben und vielleicht auch von sich erzählen. Also das ist jetzt nur, ich denke, das könnte vielleicht ein Beitrag sein. Und es geht ja vielleicht auch in die Richtung, die Buddha angesprochen hat, ehrlich sein. Wenn ich ehrlich zu mir bin oder mit mir selbst umgehe, dann kann ich das, was in mir ist, auch fühlen. Und ich kann auch entsprechend agieren, reden und handeln. Aber da muss ich erst hin. Erst muss ich da hin. In mein Herz. Also ein wichtiger Punkt, und zwar in folgender Beziehung, dass die eigene Begehrlichkeit, wenn sie stark ist, auch blind macht. Ja? Also wenn ich starke, intensive, viele Bedürfnisse habe, dann bin ich fixiert darauf, dass die befriedigt werden. Und in dem Moment sehe ich nicht, was drumherum läuft. Und das ist ja die Situation bei Kindern. Kindern haben ja nicht den Blick, wenn sie kleiner sind, wie geht's der Mutter? Ja, die sind so beschäftigt, kriege ich was zu essen, habe ich was zu spielen, habe ich all das, was ich brauche, dass sie gar nicht den Blick für die Mutter haben. Und so geht's uns als Erwachsene auch. Wir haben den Blick für uns, was brauche ich, was hätte ich gern. Und genau das verhindert den Blick ja auf die anderen. Und wenn die eigene Bedürftigkeit weniger wird, erst da hat man Kapazität zu merken, ach, das sind ja noch andere Menschen, die gibt's ja auch noch. Und die haben ja auch Wünsche. Und die haben im Grunde dieselben Wünsche wie ich ja auch. Und das ist der tiefe Einschnitt in eine Veränderung, den anderen wahrzunehmen. In seiner Bedürftigkeit. Und nehmen wir das Extrembeispiel des Buddha, der für sich keine persönlichen Wünsche mehr hatte. Ja, seine ganze Kraft, abgesehen von diesen Grunddingen, die du angesprochen hast, seine ganze Kraft, denn die war ungeheuer, konnte er dann anderen Menschen widmen. Nicht? Er hat 45 Jahre nichts anderes getan, als zu lehren, Ratschläge zu geben, nicht zu trösten, Menschen zu helfen. Warum? Weil er für sich gar nichts mehr wollte, nichts mehr brauchte, keine eigenen Ziele. Wenn bei uns es genau umgekehrt ist. Ne? Wir laufen so auf die Weltvielfalt zu, dass wir unserem Nächsten permanent auf den Füßen rumtrampeln und es gar nicht merken. Und auch hier sind wir wieder bei den Silas. Nicht? Die Einhaltung der fünf Silas
ist genau der Einstieg, diese Situation umzukehren. Weil wenn man die Silas einhalten will, gerät der andere immer mit in den Blick. Und wo der andere mit in den Blick gerät, wird das eigene Ego und die eigene Bedürftigkeit entsprechend kleiner. Wenn man sich, wir machen mal ein gedankliches Experiment, eine Woche lang, 24 Stunden lang, immer nur um andere Menschen kümmern würden, dann würden wir gar nichts vermissen, weil wir gar keinen Blick hätten für das eigene Verlangen, die eigenen Wünsche. Aber da wir immer hier nur hingucken, sind wir den ganzen Tag damit beschäftigt, das zu befriedigen, was uns da piekt, und den anderen nicht zu sehen. Also eine zweigeteilte Frage stellen. Das eine ist, das hatten wir im Folgemonat schon, da war ja die Frage gestellt worden, weil ich hatte gesagt, wenn ich ganz, ganz viel Geld hätte, dann wüsste ich, was ich alles für große Projekte auf die Beine stelle. Und dann sagten Sie ja, das Geld bringt da gar nichts. Was ich bis heute noch nicht verstanden habe, ich habe jetzt einen Monat darüber nachgedacht, ich habe noch nicht kapiert. Also die Frage ist aber, wenn ich viel Geld hätte, könnte ich ja wirklich tolle ethische Projekte auf die Beine stellen. Also ich habe es nicht verstanden, warum ich kein Geld brauche oder warum das Geld sich nicht wirklich was verändert. Und aber jetzt auf das, was der Vorredner gesagt hat, wäre ja die grundsätzliche Frage zu stellen, soll man dann alle sozialen Engagements sein lassen? Weil die letzten Endes, das, was wir hier jetzt haben, also ich denke jetzt an Leute wie Florence Nightingale, Albert Schweitzer und so weiter, die wirklich sich für andere hingegeben haben. Vieles von dem ist ja dann auch wieder zerstört worden, hat ja dann keine tragende Säule oft dann gehabt. Ist das das Zeichen, dass das eigentlich immer wieder vergeht, wenn die Grundlage in der Gesellschaft, in der wir leben, eben karmisch nicht rein ist und immer wieder zurückfällt in Egoismus und Herrschaft und Machtspiel. Eine andere Überlegung war natürlich die, dass ich, gerade weil Sie die Politik ansprachen, ja, ich denke, letzten Endes wissen wir ja, was ethisch jetzt geboten wäre, und es tut trotzdem keiner, weil es um Machtspiele geht. Und dann ist man natürlich hilflos dem gegenüber. Das ist die eine Frage, das ist, was die Vorrednerin hier zu Linken sagte. Ich muss erkennen, das ist der andere, ist das auch Gleiche, was ich bin, und der hat die gleichen Wünsche und Sehnsüchte und Ängste wie ich. Da würde ich eben das verstärken wollen, noch die Frage dadurch, dass ich sage, ja, bin ich arrogant, wenn ich sagen würde, die Folterknechte, die ja auf der ganzen Welt noch rumlaufen, dass ich da ganz deutlich sage, das bin ich nicht. Da bin ich wirklich der Meinung, dass ich zu so etwas nicht käme. Also ich habe den jetzigen Moment das Gefühl, ich könnte Menschen nicht stundenlang auf brutalste Weise foltern. Das ist die Frage. Was heißt da dieses Tatamasi, das bist du? Ist das so, bin ich es immer noch? Ist das immer noch in mir grundgelegt? Oder ist man dann irgendwann, wenn man spirituell sich weiterentwickelt, kann man dann schon sagen, ich bin jetzt nicht mehr der Folterknecht, ich bin nicht mehr der Massenmörder. Also wie kann man das erklären? Also zwei Punkte. Einmal hattest du in etwa gesagt, soll man soziale Projekte lassen. Und ich sagte, das kann man nicht für alle gleichermaßen beantworten. Warum? Sagt ja vorhin die Formel. Wenn du merkst, dass etwas, das du tust, dich voranbringt zum Heilsamen, dann mach's. Wenn du merkst, dass es dich zurückwirft, zum Unheilsamen bringt, dann lass es. Konkretes Beispiel, wenn jemand ein Egoist ist, für den wäre es geradezu die notwendige Aufgabe, endlich mal etwas für andere zu tun. Für den wäre das ein richtiger Schritt, sich einem solchen Projektträger anzuschließen und bei einem solchen Projekt mitzuarbeiten, weil er dann aus seiner Ego-Verhaftung rauskommt und den anderen sozusagen entdeckt und für den anderen was tut. Aber für denjenigen, der so ein Aktivist ist, ein blinder, ich muss was tun, das ist das Stichwort Helfersyndrom, für den wäre es gerade gut, das Ganze mal zu lassen, zu sich zu kommen, in sich selbst aufzuräumen. Denn nur wo hier aufgeräumt ist, kann dort aufgeräumt werden. Ja? Also man kann keine Antwort geben, ja, nein, sondern muss gucken, welche Verhaltensweisen fördert jemand individuell, konkret oder bringt den Betreffenden vom Weg ab oder wirft ihn zurück.
Zweites, es war die Frage, bin ich noch der Folterknecht? Ich habe gesagt, die Welt ist ein Spiegel. Und dann habe ich gesagt, sie zeigt uns nur, was wir entweder sind oder waren. Und die Folterknechte, mit denen du dich nicht mehr identifizierst, was ich sehr gut nachvollziehen kann, sind Schatten unserer Vergangenheit. Wären wir alle, so wie wir hier sitzen, immer engelhaft gewesen, dann würden wir nur Engel erleben. Aber da wir diese Dinge auch noch erleben, zeigt uns das, dass wann auch immer dieses Potenzial auch in uns war. Sonst würde das nicht in der Erlebenswirklichkeit auftauchen. Aber wenn du sagst, der Folterknecht in Südamerika, dann drückt das schon sozusagen aus die innere Entfernung, die sich auch in der geografischen Entfernung ausdrückt. Ja? Nochmal, was in unserem Erleben auftaucht, hat karmische Ursachen. Ist Vergangenheit, sind die Schatten. Wenn wir uns mit ihnen identifizieren, jawohl, so muss das eigentlich sein, die haben recht, dann ist es noch unsere Gegenwart und wird auch unsere Zukunft sein. Wenn man aber sich so verhält, wie du das angedeutet hast, ach, das gibt es, ich werde das aber nicht tun. Ich distanziere mich innerlich von einem solchen Verhalten. Dann schaffst du ja gerade damit die Distanz dazu. Du bewertest es ja negativ und räumst es sozusagen aus dem Fundus der Existenz raus. Und wenn das lange genug und intensiv genug passiert, dann werden in deinem Leben auch keine Folterknechte mehr auftauchen. Wenn, das letzte Satz von mir. Sag, wenn dieser Reinigungsprozess der inneren Distanzierung von solchen Verhaltensweisen lange genug und intensiv genug erfolgt, werden irgendwann auch keine Folterknechte mehr in deinem Erleben auftauchen. Weil sie karmisch von dir nicht mehr befördert, befüttert werden und deshalb nicht mehr in Erscheinung treten können. Das heißt, Sie würden auch sagen, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das lese, nur lese, ja, dass ich dann wirklich weine, dass ich sage, mein Gott, was tun diese Menschen da, oder was tun die, was für ein Leid tun sie der Mutter an, ihres Kind so zu zerschlagen, ja. Heißt das, dass ich dann irgendwann mal im früheren Leben auch schon angefangen habe, eine Wende zu machen? Denn ich könnte mir aus meinem jetzigen Leben ja noch nicht so radikale Veränderungen jetzt in, oder Beeinflussungen mir vorstellen, dass ich jetzt zu solch einer anderen, also wenn ich früher wirklich ein Folterknecht war, sowas noch gerne gemacht hat, könnte ich mir jetzt aus meinem jetzigen Leben, erkenne ich jetzt nicht solche Beeinflussung, dass ich sage, ja, deswegen habe ich jetzt so eine radikale Wende gemacht. Ist diese radikale Wende, was ich jetzt radikale Wende sage, ist das auch eine Sache, die schon auch wieder aus verschiedenen Leben dann käme, oder wie kann man das dann erklären? Also man muss es vielleicht so sagen, dass wir als Menschen sehr, sehr widersprüchlich sind. Wir haben ja in uns Tendenzen, die sich geradezu widersprechen. Eine Tendenz, darüber haben wir heute gesprochen, ist das sinnliche Genießen. Das haben wir alle in uns. Aber wir haben gleichzeitig auch die Tendenz, etwas über die Wahrheit hören zu wollen, den Dhamma hören zu wollen, sonst wären wir hier nicht da. Also das widerspricht sich ja manchmal diametral. Und so haben wir Tendenzen manchmal, wo wir ganz liebevoll sein können zu einem Menschen, der uns begegnet. Und das andere Mal sind wir gerade noch richtig ekel. Beides sozusagen hier in uns. Und weil diese Elemente in uns beide sind, erleben wir sie auch draußen. Und jetzt kann man doch sich die Frage stellen, nicht? Wie will ich mich denn verhalten, dass ich künftig weniger das Dunkle draußen sehe, sondern mehr das Helle. Weniger das Unangenehme, mehr das Angenehme. Weniger das Hässliche, mehr das Schöne. Ja, ich muss hier den Reinigungsprozess stattfinden lassen. Also die Anteile in mir, die noch das Ekel darstellen. Ekel Alfred gab es mal in der Sendung. Diese Ekel Alfred Anteile wegtun. Nicht die edlen Alfred-Anteile bestärken, fördern, füttern. Und dann wird sich auch die erfahrbare Welt entsprechend verändern. Und das ist ein Weg, der funktioniert. Das ist es ja. Während alle anderen Ansätze
Ja, man muss die Folterknechte doch sofort umbringen. Man muss denen genau das tun, was sie selbst tun, damit sie mal sehen, was da los ist. Also wenn ich einen erwische, der kann was erleben. Das ist so eine Haltung. Ja, das führt nur zu einem existenziellen Ping-Pong-Spiel, wo die Dinge einfach nur hin und her laufen. Die Dinge auslaufen lassen, das Negative einfach nicht mehr tun, so gut es geht, und dann heißt das, die werden irgendwann auch mal nicht auftauchen. So ebbt es ab. Und das ist das, was alle spirituellen Traditionen immer wieder sagen, das eigene Herz läutern, diesen Reinigungsprozess vorantreiben, Trübungen des Inneren aufheben, und dann wird es draußen heller.